In Tallinn hat es ein Künstler nicht ganz einfach. Die Szene ist klein, nur die wenigsten können von ihren eigenen Arbeiten leben. Marc Redbeer hat das Auswahlverfahren für die Teilnahme an der Biennale in Venedig gewonnen und das hilft nicht nur der Karriere. Die Entscheidung hat bewirkt, dass ich sofort mit der Arbeit begann. Die Aussicht, in Venedig zu sein, hat mich inspiriert. Wenn ich eine Kamera habe, dann hilft mir das, Gedanken über mich zu ordnen. Das ist eine Art Selbstanalyse. So it sort of means of analyzing myself. Redbeer wuchs in einem Plattenbau am Stadtrand auf. Der Ort seiner Kindheit, die Wohnung seiner Mutter, ist wichtiger Bestandteil seines Schaffens, die Wohnung als Atelier. Hier habe ich meine erste Fotoserie Io fotografiert. Sie entstand, als ich gerade eine schwere Zeit durchmachte. Damals ging ich kaum außer Haus. Ich habe diese Fotos im Wohnzimmer geschossen, Papier auf die Wand geklebt und das war in Ordnung für mich. Auch eines der letzten Videos, Shifting Focus, habe ich hier drin gedreht in der Küche. Ich wollte meine Mutter und ihr Leben zeigen. Ich fühle mich oft wie ein Außerirdischer und durch meine Arbeit versuche ich herauszufinden, warum. Isolation, auch Thema des Videos Ten Man, das er bei einem Fotoshooting mit Strafgefangenen gedreht hat, Kunst als Therapie. Ich glaube wirklich, aus meiner eigenen Erfahrung, dass Kunst den Menschen hilft, zu leben. Marc Redbeer ist besonders interessant, weil er heute mehr als in seinen früheren Arbeiten zu ganz ursprünglichen Gefühlen zurückkehrt. Er dokumentiert sehr persönliche Probleme und verwandelt so das Private in etwas Öffentliches, in etwas Politisches. Private turning into what I would call almost political. Er ist einer der wenigen Künstler, die offen ihre Homosexualität leben. Gay artist, which in this case is also important.